So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Enigmates 3, der Schatten von Coca-Cola. Wir befinden uns im Kloster Backstage sozusagen. Wir dürfen einen Blick in die ganz exklusiven Kulissen des Klosters bekommen. Und zwar, nachdem wir dem Preacher dann doch begegnet sind, der uns dann fast gekillt hat, dann kam diese Bestie durch das kleine Mädchen herbeigerufen, die Auserwählte, und hat ihm einen Schlag verpasst, aber leider hat sie uns allen irgendwie auch einen Schlag verpasst, denn wir sind ihn irgendwie hinabgestürzt oder was auch immer. Das Biest ist verletzt, Fang ist traumatisiert, wie heißt unser Richard, ist auch schwer verletzt. Da! Mensch, na endlich! Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass hier was ist. So, aber erstmal neue Schlussfolgerung. Die letzte übrigens in diesem Spiel. So, da kann ich doch jetzt nicht viel falsch machen, oder? Das muss doch jetzt hier rein. Hä? Raphael has imprisoned Asmodai inside his angelic body, thus dooming himself to be trapped here forever. It's hard to even imagine such a sacrifice. Now, the preacher is trying to reap the demon out of the angel's body. And since Raphael is weak and incomplete, the preacher could succeed. Raphael has to regain his full power to have a chance to defeat both Asmodai and his champion. The power that has been used to create the wrath of God. Meisterdetektiv, finde einen Weg, um Raphael zu helfen, ist die aufgelöste Aufgabe. Neuaufgabe, stelle Raphael von Raphaels Federn wieder her. Ach, ja. Sind dem Herrn wohl zu viele Federn ausgefallen. Jetzt möchte ich es aber doch einmal kurz wissen. Nee. So ein Scheiß. Wegen diesem verkackten... Wobei ich in der letzten Schlussfolgerung richtig ausgewählt habe. Also das kann mir keiner erzählen. Also da bin ich jetzt echt stocksauer, dass das nicht funktioniert hat. So. Jetzt machen wir hier weiter. Mach das weg, Mensch. Ja, ja, was auch immer das jetzt bringen soll. Tipp, was soll das jetzt bringen? Ach so. What's our status? We've lost the wrath of God and we're running low on supplies. I don't have much, but take anything you want. The least we could do would be to help him. The angel. I'm working on it. So, Hamilton bleibt jetzt für immer dort, den können wir auch nicht mehr anklicken. Schade, schade. Ja, war es das jetzt? Mein Gott. Endlich. Ach, eine Bombe ist das. Ja, Fang, du hockst da halt, ne? Also du hast schon einberechnet, dass Hamilton gerade hier noch saß und das Ding auch hätte da hinfallen können. Na, egal. Ignis eternus, lutis superator audime, dominus tenebrarum infernarum rex invocote, minister tusum, ostium tumsum, vassellum tumsum. Nicht toll. Wir gehen das mal wieder. Das sollen die Herren doch erstmal bitte unter sich machen. It's gone. Feathers to feathers. Finde Objekte. Na, das ist ja mal was. Also ist Asmodai tatsächlich wieder auferstanden. Das sieht
echt nicht gut aus für den guten Raphael. Da müssen wir uns jetzt echt mal ranhalten. Hey, na das ging doch schnell. Now or never. Jawohl, Adlerauge bin ich. Und Meister im Suchen auch, yes! Gut, beide Auszeichnungen noch in einer Szenerie und einwandfreier Treffer auch noch. Großartig. Das entschädigt für vieles. So, jetzt geben wir dem Guten mal seine Federn zurück. Also, ich bin mir nicht sicher, aber das kann schon das Finale sein. Ich bin mir nicht sicher, aber viel mehr bleibt mir doch jetzt nicht mehr zu tun. Mal gucken. Die Musik stammt übrigens aus Nightmares 3, wer es wissen möchte. So, nimm das! To be you. Here, catch. Also ist es an uns. Mal wieder. Die Frauenpower muss es richten. Weg mit dir! Nein, die Geister meiner Vergangenheit, sie werden mich nicht mehr belästigen! Die Frauenpower wird siegen! So lange haben wir dafür gearbeitet und jetzt bringen wir es zu Ende. Need some rest. A happy, peaceful, extremely boring retirement. You've earned it. We all did. Time to go home. You want to go with me, kid? Nun, das ist es tatsächlich gewesen. Das war das Ende von Enigmatis 3, der Schatten von Kakala Collectors Edition. Ich bin jetzt ehrlich gesagt selbst etwas überrascht. So schnell hatte ich dann doch nicht damit gerechnet. Aber gut, es soll so sein. Und dann wird jetzt noch mein Schlusswort erfolgen. Es wird auch nicht so lang versprochen. Zur Musik können wir nicht viel sagen. Es wurde eine neue Musik dazu gemacht. Die im Hintergrund, die ist schön. Was neu war, das Leitthema, das Thema mit der Flöte. Sehr melodisch umgesetzt und wirklich sehr emotional und wirklich sehr schön. Und dann kam halt noch Musikmotive dazu, wie man sie aus Nightmares und Enigmatis schon kannte. Zur Story. Nun, was soll man sagen? Letzten Endes ging unsere Jagd nach dem Preacher weiter. Und in diesem Spiel hat sich wirklich alles nur noch um den Preacher gedreht, um die Jagd nach ihm. Wir waren lokal, so begrenzt wie in keinem anderen Spiel zuvor. Wir waren wirklich nur im Himalaya. Die Flashback-Szene können wir nicht wirklich berücksichtigen. Wir waren nur im Kloster, in dem Dorf und in der einsamen Hütte. Und das war's. Das Kloster hat uns das halbe Spiel lang beschäftigt. Dort gab es die meisten Räume und Rätsel etc. Gut, das Basiscamp gab es noch, aber das war es wirklich. Also lokal waren wir sehr begrenzt. Das hat mich ehrlich gesagt doch sehr überrascht. Und die Story, nun ja, sie war nicht wirklich ausgefallen dieses Mal in diesem Spiel. Es lief wirklich nur darauf hinaus, den Preacher aufzuhalten. Wir haben ihn auch erst sehr spät getroffen. Erst 2 Folgen vor Ende haben wir den Preacher überhaupt zu Gesicht bekommen. Alleine das schon höchst erstaunlich.
Und ich will nicht sagen, es ist etwas enttäuschend, aber der Kampf mit Asmodai, der Kampf zwischen Asmodai und Raphael war episch, keine Frage. Aber es war schnell zu Ende und vor allem jetzt das Ende vom Spiel kam auch sehr überraschend. Was man dazu sagen muss, wir haben in den ganzen drei Teilen nicht einmal erfahren, wer wir eigentlich sind. Wir haben nie einen Namen bekommen. Jetzt, im Abschluss, hat man uns tatsächlich wenigstens mal gesehen. Auch das gab es in den ersten zwei Teilen nicht. Jetzt konnte man wenigstens mal erahnen, wie wir aussehen, aber es gibt keinen Namen und sonst was. Aber wie es scheint, haben wir das kleine Mädchen adoptiert. Das heißt, wenigstens in der Hinsicht gibt es ein Happy End. So, was können wir zum Gameplay sagen? Nun, der Teil ist ähnlich wie alle anderen auch. Interface, Inventar, Tagebuch war ein bisschen anders. Es gab keine Texte mehr zum Nachlesen. Das war ja in Enigmatis 1 und 2 noch der Fall. Diesmal gab es nichts mehr zum Nachlesen, ein bisschen schade. Aber ansonsten sehr gut. Die Grafik, nun ja, sie tut sich nicht wirklich viel zu Enigmatis 2. Die Cutscenes waren nicht wirklich viel anders. Es war keine grafische oder optische Steigerung, aber auf einem konstant soliden Level. Und ansonsten, jetzt hatten wir wieder viele Rätsel zu lösen und Sammelobjekte etc. Da gab es manchmal Rätsel, die einfach nervig waren, auch die Szenerien. Bei den Wimmelbild-Szenerien muss man sagen, mein Ruf als Master auf Wimmelbild konnte ich so gerade verteidigen, aber die waren schon sehr, sehr schwer, muss man wirklich sagen. Aber ansonsten ein solides Spiel und wir haben jetzt für das Hauptspiel 14 Folgen gebraucht, nein, 15. Das ist okay, das ist genauso lang wie der Vorgänger und sonst gibt es da nicht viel zu sagen. Enigmatis 3 wird jetzt natürlich zu Ende sein, die Enigmatis-Reihe ist jetzt vorbei, aber wir werden noch das Bonuskapitel spielen. Und was jetzt passieren wird, wir gucken uns jetzt noch einmal die Errungenschaften an. Dann gibt es das Bonuskapitel und am Ende vom Bonuskapitel werden wir uns noch die Extras angucken. So. Die Errungenschaften gehören aber eben jetzt schon dazu. Was haben wir erreicht? Das haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir diese paar Suchspiele nicht gespielt haben. Was haben wir noch geschafft? Wir haben ein Minispiel in weniger als eine Minute geschafft. 4 in einer Reihe ohne Überspringen. Tja. Und 2 habe ich tatsächlich übersprungen. Ansonsten 20 von 22 ohne Überspringen, das ist okay. So, dann haben wir hier tiefe Konzentration, die kennt ihr ja, das sind unsere Story-Ziele. So, das fehlt natürlich noch, aber das kommt noch. So, 3 Objekte in 3 Sekunden haben wir. Alle Wimmelbeziehen ohne Tipp, sehr schön. 6 in Reihe ohne Tipp. So, und dann mit weniger als 4 falschen Klicks und in unter einer Minute alles erfüllt. Großartig. So, bei den Sammelobjekten. Wir haben tatsächlich alle Blumen gefunden. Wir haben leider nur 11 Federn. Das ist doch deutlich unter dem, was man sich so vorgenommen hat. So, und auch bei den Morphemobjekten nur 18. Aber ich vermute, dass ich da einfach in den ersten 2 Folgen einfach zu viel übersehen habe, weil ich da noch kein Auge für hatte. So, und hier haben wir alle Beweise gesammelt und alle Schlussfolgerungen durchgeführt, aber das leider nicht durchgeführt, aber das war meiner Meinung nach ein Fehler vom Spiel. So, aber wir können eine positive Bilanz ziehen. Meine Damen und Herren, das war das offizielle Ende von Enigmatis 3. Wir sehen uns dann im Bonuskapitel für alle, die jetzt schon keine Lust mehr haben. Danke, dass Sie dabei waren, vorbeigeschaut haben. Und dann sehen wir uns im Bonuskapitel wieder. Und bis dahin kann ich wie immer nur sagen, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.